the Eurovision Song Contest 2024. We're back in Sweden. Mamma Mia, here we go again. Der 68. Eurovision Song Contest ist im vollen Gang. Das erste Halbfinale fand am Dienstag statt und bereits 10 Länder schafften es ins Finale. Luxemburg, Cyprus. Heute Abend gilt es ernst für die Schweiz. Für uns an den Start geht das ehemalige SRF3 Best Talent Nemo. Es liegen aufregende Wochen hinter Nemo. Nach den ersten Proben gehört die Schweiz zu den Favoriten auf den Sieg in den Wettbüros. Doch noch stimmt nicht alles und der Druck hat auch bei Nemo Spuren hinterlassen. Der Eurovision Song Contest ist eine spektakuläre Reise. Nemos eigene Reise ist es ebenfalls, sowohl musikalisch als auch persönlich. Ich bin mega froh, dass ich Selbstvertrauen habe, zu sagen, das ist richtig und es ist der richtige Moment. Aufgewachsen ist Nemo in Biel. Ich würde meine Kindheit in Biel als sehr glückliche und sehr kreative, schöne Kindheit beschreiben. Ich hatte sehr viel Glück mit dem Ort und der Familie, in der ich aufgewachsen bin. Ich denke mega, mega gerne zurück an sehr vieles von dieser Zeit. Mit 9 habe ich zum ersten Mal im Jungen Theater Biel Solothurn dürfen dabei sein. Und die erste Oper, die wir davon umsetzen, war die Zauberflöte. Und ich habe dort den Papageno spielen. Und ich glaube, dort war zum ersten Mal so wirklich auch meine Stimme im Fokus. Und ich durfte Stimmtraining haben und mich mit meiner Stimme auseinandersetzen und merken, dass dort auch irgendwie ein mega Interesse da ist und ein gewisses Talent. Wow. Mit 13 Jahren ergattert Nemo eine Rolle in Udo Jürgens Musical Ich war noch niemals in New York. Und sehen mich die Leute entrüstet an den Schränken, dann sag ich meine Lieben, ihr seht das viel zu eng. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Für Nemo ist klar, sowas möchte ich später machen. Es ist einfach so eine schöne Welt, jemanden nachzuspielen. Es ist super schön und man bekommt auch jeden Abend Applaus. Das ist die schönste an der Sache. Singen, tanzen, schauspielern. Nemo ist eins mit der Rolle im Musical. Die Rolle, die ich hier spiele, ist eine freche, eine sehr spannende, also junge Rolle. Und das macht es gerade sehr spannend, hier zu spielen. Weil eigentlich genau das bin ich. Man muss mich eigentlich gar nicht viel in die Rolle versetzen und kann so durch richtig glänzen in dieser Rolle, glaube ich. Ich glaube, dann habe ich immer gesagt in den Interviews, so, ja, mein Traum ist mal eines am Broadway. Am Broadway dürfen, so ein Musical. Ich hatte das, glaube ich, echt so, dann, so, ich will auf der Bühne stehen und wie kann ich das erreichen? Und dann war es so, Musical. Dann irgendwann mit 13, 14 habe ich gemerkt, so, oh shit, ich kann ja auch selber Texte schreiben und das macht mir Spass und Freude. Der Beat lenkt mich nicht, warte, lenke den Beat, leg ab, genieß es und denk nicht zu weit. Ich habe einfach so auf Mundart einfach so ein bisschen über mein Leben schreiben oder so, was ich gerne mache, so Longboard fahren. Wirklich so die ersten Texte, die man halt schreibt. Durch die musikalische Ausbildung der Oper und so, ist es so vom Flow her und so vom musikalischen Gefühl her, glaube ich, schon auf einem recht guten Level gewesen. Statt einer Musical-Karriere strebt Nemo mittlerweile eine im Rap-Genre an und überzeugt in der dritten Staffel von Die größten Schweizer Talente. Ich Rapper, sage ich jetzt nicht. Oh, jetzt aber Rapper, hä? Cool! Meine Musik ist mir sehr wichtig, dass sie eine Message überträgt, den Leuten. Auch wenn es nur eine ganz kleine ist oder wenn es eine sinnlose Message ist, mir ist auch wichtig, dass die Leute meine Message in diesem Song verstehen. Zu viele Leute sind unter Druck und haben Probleme, wenn ich die prominente Jury ist richtig begeistert von Nemos Talent. Schlingel, los, ich glaube es nicht. Kommt da raus.
Genie und BOM ist er da. Du bist ein Riesentyp. Also ich bin hell begeistert von dir. Merci. Merci vielmals. Texte selber schreiben, das weiss jeder. Ist nicht einfach. Von dir möchte ich gerne mehr sehen. In Sachen Rappen. Also bleib dran. Merci, Mama. Ja. Baba? Ja. Sven? Ja. Ja. Vielen Dank. Ich weiss noch, dann ich immer zu diesem Label, wo so drei von meinen Favorite Artists waren. Dann. Der James Grund. This is why I sing a song. Lohnt Lötti. Und Steph LaChef. Ich dachte, wow, das ist so ein geiles Label, wenn die drei Artists haben. Ich muss jetzt auch dort hin. Und dann habe ich immer Martin, den Manager vom Label, von Bacchara Musik, angerufen, so mit 15. Ich so, hey, ich wäre mega gerne bei dir im Label. Das sind meine Songs und so. Und dann eine Geschichte. Also ja, ich sehe es noch nicht so mega. So. aber ich habe nicht aufgehört. Wegen dem, ich bin nicht so, ah, fuck, es ist echt nicht gut. Und ich so, okay, ja, gut, probiere es später nochmal. Ich habe einfach weiter Songs rausgeladen. Gib ihm Böse. 2016, der Virus Bounce Cypher. Dort treffen sich jeweils die besten Rapper der Schweiz zum Battle. Nemo wird ebenfalls eingeladen und sorgt für einen unvergesslichen Moment. Und ich wusste, okay, das ist etwas. Da kann ich jetzt wirklich zeigen, was ich drauf habe. Next up on the mic. Nemo, yeah. Hey zusammen. Und ja. Wirklich drei Wochen vorher angefangen. Da, okay, ja, ist noch nicht so geil. Neue Beats gemacht, dafür ich selber Beats gemacht. Sie sagen mir run, also renne ich ums Leben. Ich muss jetzt weit, weit weg, kann das keiner mehr klären. Sie sagen run, ja, darum renne ich ins Business. Ey, falsch move und dein Konzept wird gestrichen. Run! Ja, alles rausgelassen, ist wie aus mir rausgeströmt. Und ich hatte mega Glück gehabt, auch vom Timing her. Es hat mega viele andere Leute im Raum gehabt. Ich brauche etwas Neues, was mich inspiriert. Und er hat so eine Energie gehabt in diesem Raum, die sich echt mega übertragen hat auf alles. Tja, mein Leben ist ein schlimmer Thriller. Der Ludwig von Lohnt Ludwig war auch drin und ihm seine Reaktion ist auch das, was das Video so ein bisschen viral gemacht hat schlussendlich. Ich glaube, weil die Leute so gesehen haben, wow, so echt ein Smile von Ludwig. Es hat echt alles irgendwie gestimmt und der Moment ist so schön eingefangen worden. Und ich glaube, das hat es mega ausgemacht. Cutty, run for us, run! Rap macht mir mega Spass, aber ich glaube, ich habe Lust auf etwas Breiteres als das. So, ich komme eigentlich von einem Hintergrund, wo viel, viel mehr Gesang eine Rolle gespielt hat und wo einfach so, ich so Freude an Melodien und das war für mich so ein mega wichtiger Teil. Ein Jahr nach dem fulminanten Auftritt kommt die Single Krebok. Frisch, quirlig, mit Ohrwurmpotenzial. 100% Nemo. Es ist so voll in diesem Alter so, oh mein Gott, ich habe keinen Bock auf eure Erwartungen an mich. Es ist echt so ein Teenager-Song. Also, es war wirklich so ein Teenager-Gefühl, das ich einfach loswerden wollte. Und auch Himalaya, der Song hat zuerst irgendwie geheißen, ich mache mein Ding. Weißt du, so ein Song, den alle mal schreiben, so, ich mache mein Ding, egal was ihr findet. Weißt du, so ein bisschen das. Und ich habe das Gefühl, das hat mega aus mir raus wollen. Mit Himalaya erobert das Gesangstalent die Schweizer Musikszene definitiv. Das Gefühl von Freude und Leichtigkeit, das dann einfach in mir drin war, hat so mega mit vielen Leuten resoniert. Und es ist dann plötzlich alles sehr schnell gegangen. Also der Cypher ist eigentlich wie so in der Hip-Hop-Rap-Bubble abgegangen. Und ich habe dann die erste EP rausgegeben und das hat dann noch mal ganz eine andere Gruppe von Menschen erreicht. Es gibt den ersten Swiss Music Award als SRF 3 Best Talent. Swiss Music Award geht an... Nemo! Danke, viel mal. Dann ist es so, wow, krass, das ist ja etwas, wo fast schon so in eine Richtung gehen könnte, wo ich irgendwo irgendwann mal davon leben könnte. Und das war immer mein Ziel eigentlich. Mein einziges Ziel, und auch heute noch, ist einfach von der Musik zu leben und Freude haben
an dem, was ich mache als Job. Der Song «Du» erreicht Platin. Vom Musical-Nachwuchsstar über Rapper bis hin zum Popstar. Nemo hat in diversen Genres Erfolg. Ich habe das Gefühl, es geht mega darum, so, dass ich selber gar nicht mehr so mega in einer Box wahrnehme, so musikalisch. Und das ist manchmal eben auch Fluch und Segen, weil die Leute wollen ihn immer einordnen. Es ist für die Leute natürlich einfacher. Ich glaube, es wird. Was ist, wenn das dann schlussendlich Box ist, dass man wirklich in einer Box ist? Das ist vielleicht auch die Frage. Sind die Leute ready für das oder nicht? Und wie sie bereit sind. Nemo gewinnt 2018 gleich 4 Swiss Music Awards an einem Abend. Das gab's vorher noch nie. Und ich mitbekommen, er ist irgendwie auf der Bühne runtergehetzt, du hast dort noch einen dritten Swiss Music Award gewonnen, in dem Moment. Nemo, bist du! Merci. Nemo ist mit erst 18 Jahren bereits eine feste Musikgröße in der Schweiz. Anders als die Bedeutung des Namens vermuten lässt. Früher habe ich realisiert in meinem Leben, dass mein Name auf Latinisch niemand bedeutet. Und ich sofort zu meinen Eltern und gesagt, was ist, wieso sagt ihr mir so, wieso hat er so einen negativen Namen für mich ausgegeben, so niemand, wollt ihr nicht, dass ich jemand bin? Und meine Eltern so, schau, wir haben dir den Namen gegeben, weil wir glauben daran, dass wenn du niemand bist, kannst du alles werden. Und ich glaube ja bis heute, das ist einfach eine extrem gute Ausrede, für wenn man sich irgendwie für irgendeinen Namen er hat entschieden, weil man nicht genau gewusst, was es bedeutet. Und dann im Nachhinein sagt er, oh Scheiße, wie sagen, oh nein, wie machen wir das jetzt positiv? Nein, ich glaube, sie hat sich schon etwas überlegt. Und ich finde es einen mega schönen Namen. Er bedeutet mir mega viel. Und der grösste Vorteil ist, dass ich mir nie jemandem habe müssen zweimal vorstellen, weil es einfach direkt, ich denke direkt an Fisch. Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, wird zum neuen Zuhause von Nemo. Der Erfolg in der Heimat kam schnell, womöglich sogar zu schnell. Nemo entscheidet sich, eine Auszeit zu nehmen und Abstand zu gewinnen. Ich glaube, ich brauche mehr Space für mich selber und ich brauche mehr Zeit, um mich kennenzulernen. Und ich glaube, Berlin hat dort auch einfach unterbewusst mega Rolle gespielt. Die neue Umgebung hilft bei der Selbstfindung. Es wird klar, mit den bis anhin zugeordneten Geschlechtspronomen er ihm kann sich Nemo nicht mehr identifizieren. Die Zeit mir gegenüber und überhaupt die Liebe mir gegenüber, mir das zu geben und zu ermöglichen, das ist am einfachsten am Ort, wo ich wirklich neu bin. Und wo ich mich irgendwie auch sein kann und noch keine Erwartungshaltung von anderen Leuten da ist, und ich mir zum ersten Mal vorstelle wie anderen Leuten wieder. Und ich hatte mega fest das Bedürfnis gehabt, so nach einem Ort, wo ich mich neu definieren kann, wo ich mich kennenlernen kann. Dazu gehört auch regelmäßige Entspannung im Nagelstudio. Tanz und der Ort allgemein waren für mich mega wichtig, glaube ich. Einfach rein als Ort auch zum Ankommen in Berlin, ein Ort zu haben, wo man irgendwie hingehen kann und Leute kennenlernen. Und ich habe schon immer von Anfang an das Gefühl gehabt, dass es einfach ein Space ist, wo ich mich selber sein kann und wo, so wie ich sein will, richtig ist und keine Erwartungen gegenüber mir sind. Und wo ich andere Leute sehe, die einfach bedingungslos sich selber sind. Und ich glaube, dieser Ort und Times haben mir einfach so viel Halt, Liebe und Selbstvertrauen geschenkt. Und für das bin ich mega dankbar. Ich werde jetzt gerade wunderschöne Crow-Nails bekommen von Thomas. Und ja, wir haben gesagt, der eine ist abgefallen. But Thomas is gonna fix it and I'm gonna look cute again. Yeah, sure. What would I do without you? You can't. I can't, yeah. Can do. Okay, nein. Um mir zu stehen, hat länger gebraucht. Ich glaube, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich mir mein Umfeld auch bewusster aussuche, glaube. Und ich glaube, so hat sich auch vieles verändert in der Schweiz. Und ich glaube, ich habe
dort einfach jetzt mittlerweile auch so ein tolles Umfeld und tolle Menschen, die mich supporten und die mich mega sehen. If this body was a house, I'd burn it down. Der Song This Body erscheint letztes Jahr. Nemo thematisiert darin, wie es sich anfühlt, im eigenen Körper fremd zu sein. Eine Situation, die Nemo im Entstehungsprozess des Songs nur zu gut kannte. Denn Nemo fühlt sich weder als Mann noch als Frau. In diesem Prozess hat es auch mega viel Gefühl für mich drin gehabt, wo irgendwie mit Scham zu tun hatte. Und, so. Und ich glaube, ab dem Moment, wo ich das überwunden habe und wo ich mich einfach so wohl gefühlt habe und gemerkt habe, also, hey, so wenn ich bin ich genau richtig, ist so eine mega Freude dazu. Und ich glaube, dann hat alles mega Sinn gemacht. But this body is a doubt, creeping in my mind, trying to tell me how I'm supposed to feel it. Nemo, du bist bekannt worden als Mundart-Rapper. Und jetzt hast du der Öffentlichkeit mitgeteilt, hey, ich fühle mich im Fall weder als Mann noch als Frau, sondern ich bin non-binär. Wie war das, als du das mit der Öffentlichkeit geteilt hast? Ich glaube, für mich war es einfach eine riesige Erleichterung. Also, es ist etwas, das mich die letzten paar Jahre schon mega beschäftigt hat. Und ich habe in meinem Umfeld, weil ich schon so einen Safe Space hatte und so viele Leute um mich herum, die dort schon Bescheid gewusst haben, in meinem Freundeskreis, in meiner Beziehung und Familie. Und ich wusste, so, wenn ich weiterhin öffentlich Musik machen und mich selber sein im öffentlichen Kontext, dann will ich das nicht für mich behalten. Es fühlt sich irgendwie falsch an, aus verschiedenen Gründen. In der Phase, wo du gefunden hast, der Körper entspricht mir nicht, hast du eine Vorstellung gehabt, welcher Körper dir mehr entsprechen könnte? Ja, ich glaube, ja, ich habe mir einen femininen Körper gewünscht. Ja. Und das ist auch etwas, sind Gedanken, die immer wieder aufkommen bei mir, wo ich mir auch noch nicht so im Klaren bin darüber. Etwas, was ich einfach so bei mir selber beobachte und schaue, wie ich mich fühle. Also. Und im Moment ist es aber eigentlich sehr okay. Im Moment ist es gut, so wie es ist. How I wish I had a body to call home. How I wish I had a body to call home. Ums Thema Non-Binarität und Identitätssuche geht es auch in Nemos nächstem Song. Nemo ist zu Besuch bei Lasse Nymann, der zum Songwriting-Team von The Code gehört. Dieser ist letzten Juni im Suiza Songwriting Camp entstanden. I just mess around a little bit with it. But I like this, like, that's amazing. Kind of like, maybe it's kind of like the drop thing. Yeah, true. Like it could go full on like hard drum and bass. Yeah, like kind of like a Fred again vibe. Yeah. Es macht einfach so Freude, mehr so künstlerisch dürfen auszuleben und in meiner Musik mir selber zu sein. Es gibt nichts, was so unbezahlbar ist wie das. Und ich glaube, kein Song, den ich für jemand anderes schreiben könnte, könnte mir so viel bedeuten wie ein Song wie The Code. In diesem Song verarbeitet Nemo die persönliche Geschichte. The Code erzählt den Weg hin zum Coming Out als non-binäre Person. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, die Selbstliebe zelebriert und die Zuhörenden dazu ermutigt, auch ihre eigene Reise anzunehmen und anzuerkennen. Mega fest eine Freude, wo mir das Schreiben gemacht hat. Mega fest einzutauchen in was ich musikalisch ausdrücken und über was ich reden will. Und ja, irgendwie auch mega den Zugang gefunden in der Sprache, so über meine Experience
non-binär zu können, zu reden. Es entsteht die Idee, den Song für den ESC einzureichen. Wo der Song ist entstanden und am Ende vom Tag mit dem Song angehört und ich habe gemerkt, so, wow, das ist etwas Spezielles. Dann ist wie so für mich zum ersten Mal wirklich die Option echt geworden, so, oh mein Gott, das könnte man machen. Und ich glaube, ich würde mich in diesem Kontext mega wohlfühlen. Es hat wirklich Klick gemacht. In einem mehrstufigen Auswahlverfahren wird Nemo mit The Code schlussendlich als Schweizer Act für den ESC gewählt. Rap, Oper, Drum and Bass. The Code sprengt die Grenzen von Musikgenres. Das Musikvideo wurde in Prag gedreht und zeigt Nemo gefangen in einem Loop eines Zuges, der außer Kontrolle gerät. Auf der Suche nach einem Ausweg realisiert Nemo, dass die Antwort im eigenen Spiegelbild liegt. Es geht ja auch im Video so zu sich selber finden. Es gibt auch immer den Moment, wo ich so in den Spiegel schaue, also das Ticket wie umdrehe und ich sehe mich so selber. Und das ist so der Moment, wo ich wie auch dem Gefühl nachgebe, so, ja, mir selber zu sein. Nach dem Moment, als ich in diesem mega schönen Kleid so im Zug bin. Und das ist der letzte Shot, den wir gefilmt haben im Musikvideo um 4 Uhr oder halb 5 Uhr am Morgen, nach 19 Stunden Drehen. Perfekt! Okay, that's a wrap, thank you! Die ESC-Community ist nach der Bekanntgabe und Veröffentlichung des Videos begeistert. Bro! Are you fucking kidding me? What is that? Oh my God, what is that? That's crazy! Okay. This is not what I expected versus someone at all. This is legendary. This is incredible. Whoa. Dang. This is powerful. This is everything. Es beginnen die Promowochen vor dem ESC. In Madrid trifft Nemo zum ersten Mal auf die Eurovision-Fans und wird herzlich empfangen. Es ist mega schön, dass sie ein kurzes Viertel gemacht hat. Wir sind leider schon auf, weil wir ein bisschen verspätet sind. Ebenfalls gibt es Termine mit anderen Acts. Was ich am meisten geschätzt habe, also an dieser Zeit, ist wirklich so die anderen Artists kennenzulernen. Und zu merken, was das für eine schöne Energie ist, irgendwie untereinander. Und wie sich dort schon Freundschaften haben, einfach knüpfen. Und ich habe das Gefühl, es wird so schön, ich würde mich so wohl fühlen in Malmö. Und das, wie ich das spüren, war mega schön. Nemo ist einer der gefragtesten Artists an diesem Abend. Die Presse ist begeistert vom Schweizer Beitrag und alle sind natürlich gespannt. Wie wird Nemo The Code zum ersten Mal live performen? Ich war mega aufgeregt vor dem Auftritt. Es ist so der Moment, wo man weiss, okay, da hat es einerseits 2000 Leute, die jetzt zuhören. Und das werden aber auch alle filmen das noch mit ihrem Handy. Das heisst, es ist dann am nächsten Tag im Internet. Und alle, die sich Gedanken machen, ah ja, kann das Nemo performen oder nicht, schauen das näher. Und es ist so der Moment, wo es wirklich so darauf ankommt. I'll pour in the cup. This is my boy, so check it out, my friend.
Publikum dort, die Energie der Leute vor der Bühne zu spüren, ist mega crazy gewesen. Also ich glaube noch nie in meinem Leben so eine aufregende Crowd dürfen haben vor mir. Leute, die den Text von A bis Z irgendwie mitgesungen haben und die so viel Freude hatten an diesem Lied, an ganz vielen anderen Liedern auch von Eurovision. Es ist mega, es ist so eine einmalige Stimmung und es war so, so schön dort. Die Begeisterung bei den Fans ist groß. Nemo singt sich an diesem Abend in den Favoritenkreis potenzieller ESC-Gewinner. Selten waren sich im Vorfeld des Eurovision Song Contests so viele einig. Der Schweizer Beitrag ist eingängig, hitverdächtig, toll. Bei den Buchmachern ist The Code sogar die Nummer 1 bezüglich Siegchancen. Eingeladen vom schwedischen und britischen Botschafter machen sich ehemalige Schweizer ESC-Stars auf zum letzten Auftritt von Nemo in der Schweiz. Beim Empfang in der schwedischen Botschaft sind die Wettquoten ein großes Thema. Die Schweiz war in den letzten Jahrzehnten glaub, noch nie so nah am Eis. Gewesen. Und trotz unserer Schweizer Bescheidenheit... Wie meinst du das? Entschuldigung. Nein, also du bist schon sehr nah dran. Nein, aber also, ich glaube, wir sind schon sehr nah am Eis. Aber man muss es zuerst machen. Ich muss wirklich von allen noch einen Tipp bekommen, weil ich glaube, es war egal, ob das vor 50 Jahren war oder vor 30 Jahren. Ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die sich irgendwie, wo mega vieles gleich bleibt. Wo so ein bisschen der Klassentrip-Vibe, den ich jetzt so gespürt habe auf den Pre-Partys. Also, wenn ich einen Tipp habe, einfach genauso weitermachen wie bisher. Ich kann ihm nur sagen, er soll rausgehen, von Herzen das rauslassen, singen, was er spürt, was er in diesem Moment einfach fühlt, das Publikum, gell? Ja. Das ist das, was ich jedem Interpret wünsche, dass die Eindrücke, die man nachher mit heimnimmt, dass die bleiben. Also, mir ist es so gegangen. Es war so schön, wie die Reaktionen so unterschiedlich waren, so von so strahlenden Gesichtern zu so, wow, ich bin jetzt gerade berührt. Und das in den anderen Ex-Teilnehmenden einfach so zu sehen und zu merken, es war mega, mega schön. Ich glaube, das Gesamtpaket, wo du herkommst mit Song, mit Nemo als Act, passt super gut zusammen. Ich glaube, es ist ein guter Abschnitt. Sehr ein mutiges, sehr ein kreatives Lied. Und ich habe das Gefühl, der Nemo hat unglaubliche Power. Das hat mich sehr beeindruckt. Kurz nach diesem Auftritt reist Nemo in Begleitung von Imre, einem guten Freund, nach Malmö. We're in Zurich, right outside of a gas station. And Imre, we have quite the project in front of us. Show them your sign. Mama, baby, we're coming! Die beiden begeben sich auf eine abenteuerliche Reise per Autostopp. We found someone! We found someone! We're one step closer to our goal. Okay, tomorrow 4:10. Yeah. Here. Okay. So they don't have a room, but they have a cute little lounge and they said we can stay here. Thank you so much. You're welcome. 4 days to walk. I don't think we can make it inside. Instead of like flying there, I thought it would be cool to to tram. Yep. Okay. Bye, Martin. Danke. Ciao. I just realized something very frustrating. Imre, do you hate me? Ich glaube, ich habe mein Handy im Auto liegen gelassen.
Martin will drive back 35 minutes to bring me my phone, and I feel so bad that I got him this way. Some flowers and some wine. Wow, so nice of you, thank you. Bye bye. Mama, I think I'm ready for the chaos. Angekommen in Malmö liegt ESC-Stimmung in der Luft. Bevor das Abenteuer endgültig starten kann, wird Nemos Hotelzimmer jedoch zum begehbaren Kleiderschrank. Do you like it with the necklace or without the necklace? So, let me see. Might be too much. Wir sind hier mit dem Giacomo. Ich will jetzt gerade meine Hose gut parat machen. Er macht Styling für alles hier in Malmö, alles um so Press-Shoots, am roten Teppich oder am türkisen Teppich natürlich. Wir sind hier gerade ein Fitting am machen, am schauen, was alles passt und was nicht, was wir noch mal organisieren. Perfekt. Es ist ein Ort, um sich auszutoben und so, um sich ausdrücken und Sachen ausprobieren und irgendwie sich selber zu entdecken. Ich glaube, es ist für mich ein mega kreativer Spielplatz. So. Okay. Zum ersten Mal geht es in die Malmö Arena. Nervosität kommt so langsam. Oder so schnell. Also ich spüre es, dass es so ein bisschen körperlich, aber auf eine ja, ungewohnte Art. Es ist so anders als an einem Konzert zu fahren oder so. Wenn man so ein bisschen weiss, was man kann erwarten. Das ist natürlich, wo ich nicht weiss, wie es soll sein. Ja, es wird hart. Es wird so real plötzlich. Endlich ist es soweit. Das Bühnenoutfit wird angezogen und ein letztes Mal wird geprüft, ob alles sitzt. Aber es gibt noch die ein oder andere Unsicherheit bezüglich des Stylings, bevor es das erste Mal auf die große Showbühne geht. It's nice, but it could, it's like too much, yeah, almost. Maybe. Because I feel like the white is already so high. Yeah. That it, like maybe. It could look very good in the camera though. You know, It's a different thing. Yeah, the yeah, camera. Of course. But if you feel uncomfortable, we don't. Yeah, okay, yeah. We should just take it off. Yeah. Ich bin mega froh, dass ich das nicht alles allein machen muss, diese Bühneninszenierung. Dass es da Leute gibt, die das schon ein paar Mal haben gemacht und Erfahrungen haben. Und dann haben wir das grosse Glück, mit dem Benke zusammenzuarbeiten von Schweden. Benke Riedmann, der Creative Director, ist äußerst ESC-erfahren. Seine Inszenierungen holten 2015 für Schweden den Sieg und letztes Jahr mit Finnland den zweiten Platz. Ein Vollprofi also. Es war absolut crazy, in die ganze Bubble vom ESC reinzukommen, wo einfach alles wie ein Uhrwerk läuft. Also wir sind irgendwie Soundcheck machen und die Leute sind so, alles ist, läuft wie am Schnürli und du kommst echt dort rein und sie sind ready für dich. Und dann gehst du auf die Stage rauf. Also ich weiß nicht, wie es sonstige Jahre war, aber die Stage ist so insane. Es hat LED-Screens überall am Boden, hinter dir, irgendwie 3000 Scheinwerfer an der Tele. Wirklich, das ist nicht übertrieben, dass man 3000 Scheinwerfer hat. Du kommst so an und merkst so, wow. Das ist nicht mehr länger so eine Vorstellung in deinem Kopf, sondern es ist plötzlich irgendwie echt ein bisschen Respekt davor, so, was alles auf einem zukommt, aber es ist mega aufregend. Dreimal hat Nemo bei dieser Probe nun die Chance, die Performance auf der großen Bühne zu üben. Eine akrobatische Angelegenheit, die jedoch durchaus einen tieferen Sinn hat. Es war klar, wir müssen irgendwie das Thema einfach auf die Bühne bringen. Und recht schnell sind wir bei einem Kreisel gelandet, weil zu sich selber finden,
die Mitte finden, eine Balance finden, in einem binären System irgendwie etwas, das nicht entweder so ist oder so, etwas, das einfach zwischendrin ist. Was ist das Bild für das? Der Kreis, finde ich, ist echt so ein schönes Bild dafür. Ich habe das Gefühl, es bringt den Song so schön auf einen Punkt, ohne zu viel und zu überfordernd zu sein für die Leute. Ja, den letzten habe ich ein bisschen geniessen. Die ersten zwei waren ein bisschen stressig, weil es so eine Anpassung vom Licht war. Aber den letzten konnte ich es enjoyen. You, just go for it. Yeah. Because it's amazing that you... So this camera is moving a little bit too much away from you. Of course, the light is too much. But, I mean, they're going to go through all this. Yeah. By themselves first as well. First rehearsal anyway, yeah. Guys. Yeah. This is so cool. Oh, yeah. I love that. I get shivers when I sing. Yeah. And here, I think that's good what you do. Just stand there singing, and the camera's gonna come to you. Einzig das Kostüm ist noch etwas unbequem. Very terrible. Very hot. It's not the most pleasant thing while singing for 3 minutes and jumping around. The vision was to when I heard the music. Als ich die Musik hörte und das Briefing sah, habe ich an etwas gedacht, das im All oder im Wasser schwebt. Ich wollte also etwas in verschiedenen Pinktönen kreieren, das durch die Luft schwebt, während er sich bewegt. Floating in the air when he was moving. Einige Tage später geht es richtig geschminkt und frisiert und mit leicht modifiziertem Outfit zur zweiten Probe. Beim ersten Durchlauf habe ich schon irgendwie gefunden, es ist noch nicht ganz da. Dann haben wir es probiert, irgendwie ohne die Stiefel und größeren Ausschnitt noch mal zu machen. Im zweiten Durchlauf war es einfach immer noch nicht richtig. Es hat sich wie angefühlt, als wäre ich wie so versteckt hinter diesem Kostüm. Es hat es irgendwie für mich mega schwierig gemacht, um die Performance wirklich zuzulassen und wirklich dem Gefühl Platz zu geben und mir selber wie so sein zu können. Ich hatte das Gefühl, ich hatte zu wenig Platz gehabt. Es ist wie so, das Kostüm nimmt so viel ein. Zum Glück haben wir die Diskussion auch schon länger geführt und es war klar, okay, ja, wenn es nicht passt, dann braucht es irgendwie Alternativen. Jetzt sind wir an zwei Optionen noch mal dran. Die haben beide mega feste Attribute, mehr Eleganz, mehr Offenheit, vielleicht auch mehr Verletzlichkeit auch zuzulassen. Das ist für mich mega wichtig und jetzt haben wir zwei Optionen. Still in this area kind of gives like a bit the birdie vibe. Oh, yeah, yeah. So, yeah, so like, I think if it's exactly like, a little bit tighter, it would look more arms. Da kann man am Schluss entscheiden, mit welcher das man fahren will und wo das sich einfach am richtigsten anfühlt. Weil schlussendlich ist es, glaube ich, am wichtigsten, es muss sich richtig anfühlen. Es muss für mich stimmen, ich muss mich wohlfühlen. Das alles ist viel schneller passiert, als ich gedacht habe. Also ich habe nicht einfach damit gerechnet, dass ich an Eurovision gehe, das Jahr. Es ist wirklich einfach aus einem Moment heraus entstanden. Auch gerade in einem Moment, wo ich viel mehr über das Queersein und über das Non-Binärsein habe geschrieben. Es hat irgendwie alles Klick gemacht. Und ich glaube, das hat mir auch recht viel Respekt gemacht, weil ich nicht viel Zeit hatte, wirklich in der Öffentlichkeit zu stehen, überhaupt als Queer-Person, bevor überhaupt so ein grosses Event passiert, was ein bisschen scary ist. Ich bin mega froh, dass ich das gemacht habe und dass ich Selbstvertrauen hatte, um zu sagen, das ist richtig und es ist der richtige Moment, weil ich glaube, ich bin mega gewachsen in dieser Zeit. Ich würde mega viel mitnehmen für mein Leben allgemein.
Und das ist mega schön.